Der letzte öffentliche Auftritt der Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes auf heimischem Boden. Am Sonntag ging es für sie alle ab nach Pyeongchang. Mittendrin ist auch die erfolgreichste deutsche Athletin der letzten Winterspiele, Anna Schaffelhuber. Wir haben jetzt wirklich, dass es jetzt endlich mal losgeht. Die Vorfreude ist tatsächlich bei mir jetzt sehr, sehr groß, weil einfach die ganzen Jahre, wo wir jetzt darauf hintrainieren, also die 4 Jahre waren wirklich jetzt sehr, sehr lange und es muss jetzt endlich mal soweit sein und ich fühle mich fit. Von dem her bin ich jetzt wirklich froh, dass es losgeht. In Sotschi holte sie 5-mal Gold bei den Wettbewerben im Paraski Alpin. Zusätzlichen Druck versucht sie sich deshalb aber nicht zu machen. Ich glaube, da kann man jetzt auf 2 verschiedene Art und Weisen hingehen. Also zum einen kann ich mir, glaube ich, jetzt einen Druck machen, wo ich Anfang der Saison mir schon ein bisschen eingemacht habe. Aber dann habe ich für mich irgendwo gesehen, gut, das ist einfach ein neues Kapitel. Und ich kann nicht immer Sotschi und jetzt irgendwo vergleichen. Es ist einfach ein neuer Weg, den ich gehe. Und aktuell bin ich tatsächlich eher so ein bisschen entspannt, weil ich mir sage, es müssen eigentlich jetzt alle anderen liefern. Weil ich habe meine Geschichte in Sotschi eigentlich geschrieben, sage ich mal. Und die nimmt mir auch keiner mehr. Von dem her glaube ich, dass ich tatsächlich alles riskieren kann, weil zu verlieren habe ich nichts. Prominente Abschiedsworte gab es von keinem Geringeren als vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Ich freue mich, dass auch die Paralympischen Winterspiele zu einer Selbstverständlichkeit, jedenfalls inzwischen Selbstverständlichkeit geworden sind und jetzt Ihre Leistungen in den nächsten Tagen für Gesprächsstoff zu Hause sorgen, bei Freunden, Kollegen und den vielen, vielen Fans, die Sie haben. Mit guter Laune ab nach Pyeongchang. 11 Sportlerinnen und 9 Sportler treten die Reise an. Am Freitag starten die Paralympischen Winterspiele. 10 Tage geht es dann wieder um Medaillen für Deutschland.